Noch sieht es hier überhaupt nicht nach Radweg aus. Pressetermin der Stadtverwaltung Wittstock und der Bauträger zum Bau des Bahndammes zwischen Wittstock und Miro. Bahndamm heißt Radweg. Und dieser führt von Wittstock auf einer Strecke von 11,8 Kilometer bis Griebsee. Die Gesamtausgaben werden derzeit auf 2.667.000 Euro geschätzt. Die Köpfe sowieso, aber die waren ja klar, ne? Die hatten wir ja. Das ist ja klar, die Köpfe. Und wie sehen sie unten aus? Morgen! Auch Henry Tesch, Bürgermeister aus Miro, war vor Ort, um sich ein Bild zum derzeitigen Stand des Projektes zu machen. Zwischen Elbe und Müritz. Ja. Da könnt, in diesem Raum befindet sich Miro und Wittstock. Ja. Und wir verbinden uns jetzt mit einem Fahrradweg. Und dieser Fahrradweg ist hier zwar noch nicht eingezeichnet, aber wir wissen ja in unserer Region Bescheid. Ich habe einen Stift hier. Gut. Wir können die Karte ja mal aufmachen. Miro. Ja. Miro liegt hier um. Ja. Und hier und die alte Bahnlinie ist noch eingezeichnet. Also ich habe die Idee ja viele Jahre verfolgt, so 16, 17 und 2019 war ich, wenn man so will, zum offiziellen Besuch beim Bürgermeister hier und wir waren bei der Gartenschau und er hat das nochmal vorgestellt und ich war so begeistert von der Idee und muss natürlich heute im Jahre 2022 sagen, noch mehr begeistert mich, wie lange hier alle durchgehalten haben. In der Stadt, alle Begeisterten, die dafür da sind, weil die Idee ist wirklich toll und wir freuen uns wirklich, dass aus Richtung Wittstock in Richtung Miro gedacht wurde und das ist sozusagen zum beiderseitigen Vorteil. Nach einem Presseartikel war ich zum ersten Mal vor 7, 8 Jahren beim Ortsbeirat in Großhaslo eingeladen. Die hatten die Idee für den Radweg auf dem Bahndamm nach Miro. Als Radbeauftragter der Stadt Wittstock wollte man dort meine Meinung dazu hören. Ich war natürlich total begeistert, weil der Weg vielfach nutzbar ist und ganz viele Bürger der anliegenden Gemeinden hier diesen Weg in Zukunft benutzen können. Dann gibt es eine touristische Anbindung an Mecklenburg. Das war mir auch immer sehr wichtig. Die Leute können in Wittstock auf dem Bahnhof ankommen und sind mit einem guten E-Bike in circa einer Stunde in Miro. Und das hatte schon was. Und dann sind wir zum Bürgermeister, haben ihm die Idee nochmal vorgestellt und dann hat er richtig losgelegt. Und da müssen wir ihm wirklich dankbar sein, dass er viele Ideen entwickelt hat, wie man diesen Bahndamm zu einem Radweg machen kann. Der geplante Fertigstellungstermin ist der 30.12.2022. Es gibt noch viel zu tun. Also packen Sie es an. Und jetzt! Das ist ja wieder märkischer Sand hier. Fontane hatte nicht Unrecht. Für die Planung verantwortlich zeichnet das Ingenieurbüro Heuer. Und die haben immer eine gute Sicht auf den Fortschritt der Arbeiten, da sie hier in Babitz wohnen und von ihrem Arbeitszimmer aus einen Blick auf den Bahndamm haben. Ja, also viele neue Erkenntnisse gibt es dahingehend nicht. Wir wussten ja, dass die Brücke hier im Bereich Großhaslo anzugucken ist. Die haben wir also in den letzten Monaten noch mal prüfen lassen. Es sind also mehr die, die Schönheit, die wiederhergestellt werden muss. Die Tragfähigkeit konnten wir uns bestätigen lassen. Jetzt ist das los dran, Radwegebau. Und die Firma Mathé hat jetzt hier den Auftrag, die Brücke mit herzurichten, die Flügelmauern zu sanieren. Und das ist also der letzte Schritt. Die anderen Durchlässe sind bereits alle fertiggestellt worden. Muss mich hier ein bisschen wehren gegen die Käfer. Und nochmal die Frage, wie optimistisch sind Sie, dass der Radweg bis November fertig ist? Also wir sind grundsätzlich optimistisch. Der Bauzeitenplan sieht es so vor. Die Firma Mathé hat uns den also übergeben, dass wir Ende des Jahres fertig werden. Und alle anderen Unwägbarkeiten, die wir jetzt so wissen, die blenden wir im Moment erstmal aus, weil wir können anfangen, Material ist jetzt erstmal hier das, was wir hier vor Ort haben und wir schauen mal, wann nachher der Asphalteinbau, wenn der kommt, wie dann die Situation ist. Sehen Sie die Möglichkeit, die Miroer genauso zu begeistern für diesen Radweg? Also ich glaube, in Miro selbst, auch in der Stadtvertretung und auch darüber hinaus, auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, gibt es viele Radbegeisterte. Und nun gibt es natürlich bestimmte Strecken, jeder hat seine Favoriten, viele kämpfen seit vielen Jahren um viele Strecken. Ich glaube, das hatten nicht so viele auf dem Plan.
Das wird jetzt aber anders werden und wir haben am 16.09. das Miroer Gespräch, wo die Stadt Wittstock eingeladen ist und heute auch zugesagt hat zu kommen. Und jetzt muss man mal schauen, noch mit der Umgehungsstraße, dass man sinnfällig vorgeht. Das heißt, dass wir das eine Projekt gut umsetzen können, wenn es dann genehmigt wird und gleichzeitig auch diesen Radwegebau vielleicht so sinnfällig machen, dass er notfalls oder was heißt bestenfalls bestimmte Orte noch mit anbindet, sodass wir da eine Variante finden. Und da gibt es auch die ersten Überlegungen und das wollen wir uns am 16.09. mal zusammen anschauen auf der Konferenz im Miro. Wir verlassen jetzt die Baustelle. Die Handwerker hinter uns haben zu tun. Der Radweg soll schließlich rechtzeitig fertig werden.